Hallo meine Lieben, ich habe richtig Lust auf einen Ägyptenurlaub, mache jetzt aber erstmal Urlaub bei Fertility und fange an mit dem ersten Spieler. Gestern haben wir gesehen, dass ich was mache. Ich habe mir heute noch neue Token genommen, so kleine andere, um die Rundenanzahl anzuzeigen. Und jetzt werde ich direkt nehmen. Ich habe mir wieder heute auf meine normale Handycam umgeschwungen, einfach weil mir das etwas besser gefällt. So habe ich doch eine recht hohe Freiheit im Arm, den ich nutzen kann. Und ich werde als allererstes das hier bauen, hier angrenzend Marmor. Und da kriege ich noch ein zweites Marmor. Das heißt, ich nehme mir als Währung zwei Marmor. Ja, und man hat ja schon gesehen, hier gibt es viele Weintrauben. Ich versuche auf Weintrauben zu setzen. Das heißt, ich kaufe mir den gleich, kostet zwei. Das heißt, die gebe ich ab. Und dann nehme ich mir noch hier einen nach. Das habe ich gestern vergessen zu erwähnen. Hierhin. Und schon wird der aufgefüllt. Auch der wird aufgefüllt. Und sofort ist dieser Spieler dran. Der rechte Spieler. Der hat jetzt etwas mehr Möglichkeiten. Hier kann man entweder grün oder lila anbauen. Also der hat wirklich eine Menge Möglichkeiten. Und grün, es gibt da ja auch einen Teil für. Nur nicht so viele, um grün einzusetzen. Aktuell noch. Die für mich schönste Aktion ist wahrscheinlich dieses hier. Leider das einzige, was Wein hat, hier ranbauen. Wein überbaut, grün überbaut. Das muss man übrigens nicht mit dem gleichen überbauen. Hat jetzt einfach zufällig gepasst. Und an Korn angesetzt. Das heißt, ich rutsche hier sogar noch einen vor. Das gefällt mir ganz gut und habe jetzt zwei Sachen, die ich benutzen kann. Nichts, was ich hier so richtig will. Hier vielleicht einen, der mir Korn bringt. Vielleicht kann ich hier noch irgendwas. Hier könnte ich Wein zum Beispiel anbauen und kriege hier einen neuen. Also kaufe ich das doch mal für 0 und baue hier erstmal den an. Und den grünen setze ich in der Tat darauf, um hier noch einen weiter vorzugehen. Dann baue ich das natürlich neu auf. So, hier jetzt ganz spannend hier an der Stelle. Was nehme ich? Dieser hier scheint mir der fast logischste zu sein. Den finde ich ganz gut. So, wir gehen in die zweite Runde. Darum kriege ich hier so ein zweites lachendes Gesicht. Dieser hier, ihr seht noch nicht genau warum, aber der passt eigentlich fast wie Faust aufs Auge. Auch wenn ich hier durchaus mehrere Möglichkeiten hätte, was zu machen. Hier zack, zack, damit kriege ich den und den. Und die beiden habe ich dann auch. Leider bringen die mir auch noch nicht viel. Klar, man kann die noch einsetzen, aber ich will ja noch mehr, wo man nachher im Grunde Beeren hinsetzt. Hier zum Beispiel. Aber vielleicht nehme ich erstmal den. Der kostet nämlich nichts. Und dann kann ich den hier schon mal raufsetzen, die Kuh. Und diesen hier, den setze ich dahin und kriege auch ein Korn, damit ich es nicht verschenken muss. Ja, ich nehme mir Beeren, denn ich bin der Beerenkönig hier. Und wir sind in Runde 2 mit dem zweiten Spieler. Ja, was hat der zweite Spieler vor? Der ist natürlich tendenziell an den grünen Sachen interessiert, wenn er sich das holt. Aber das ist auch ein ganz schönes Teil. Da liegen jetzt wirklich ganz viele spannende Teile, finde ich jedenfalls, wo man ernsthaft drüber nachdenken muss, was man will, wann man was will, wie man was will. Also das Spiel ist wirklich nicht trivial in vielerlei Hinsicht. Das kann ich so schon sagen. Die braunen, die bringen mir jetzt überhaupt nichts, wenn ich einen braunen Connector mache. Ich mache es trotzdem. Ich kriege einen braunen Connector, einen lilanen und gehe hier aber schon wieder ein Korn hoch. Das wird meins sein. Den lilanen setze ich dann auch direkt hier rauf, um noch einen zu kriegen. Und habe jetzt schon immerhin viermal Korn gekriegt. Und für den braunen, da kaufe ich mir natürlich hier einen neuen Shop. Die einzige Frage ist, welchen? Und hier gibt es direkt jede Menge Punkte. Das heißt also, den lege ich dahin. Ja, was möchte ich danach ziehen? Ich habe noch einen Doppelgrünen, den möchte ich also nicht. Den habe ich auch. Nehme ich also den, um da möglichst flexibel zu sein. Runde 3 für diesen Spieler. Was will der? Manchmal muss man auch versuchen, ein bisschen nachzudenken und zu überlegen. Weiß ich, klingt jetzt ganz komisch, aber muss man manchmal. Aber nichtsdestotrotz, hier kriege ich zwei braune. Aber eigentlich will ich ja gar keine braunen. Und deswegen baue ich weiter an meiner Weinfabrik sozusagen. Ja, und baue hierhin Wein, zack. Damit kriege ich einen Wein und einen Korn. So, und den Wein lege ich natürlich gleich darauf. Und das eine Korn ziehe ich mir hier ab sozusagen. Jetzt hätte ich gerne weiterhin Wein, das finde ich nicht. Ich nehme den
und baue den um. Kaufe ich noch was? Naja, schwierig zu sagen. Da liegen natürlich wirklich schöne Dinge. Aber ich glaube, ich werde diese Runde da mal mit aussetzen. Zurück zu ihm hier. Der würde natürlich passen hier ran. Bringt sofort 3, aber das Marble kann ich gar nicht mehr einsetzen. Aber vielleicht schon noch gleich. Den braunen kann ich auch nicht mehr einsetzen. Alles, was ich hier habe, kann ich sozusagen nicht mehr einsetzen. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Hiermit würde ich 2 grüne kriegen, aber auch grün kann ich nicht einsetzen. Das hier ist tendenziell das Beste und das ist das Einzige, was da auf dem Brett nicht so gut einsetzbar ist. Also, schwierig. Der war hier, weiß ich. Komm, ich nehme den, weil er einfach so gut passt hier. Damit kriege ich einen braunen, einen Marble und schon wieder ein Körnchen. Und das ist ja meine Strategie. So, jetzt kann ich entweder den hier nehmen und den Marble raufsetzen. Dann habe ich immer noch den einen braunen über. Dann mache ich insgesamt 6 Punkte. Oder ich nehme den und lege den Marble drauf. Das ist vielleicht fast noch besser. Vielleicht, wer weiß es schon. Ja, also ich zahle mit dem braunen diesen hier und lege dann den Marble darauf und habe dann auch wieder was gemacht. Das war Runde 3. Ich muss jetzt hier noch einen nehmen. Nehme natürlich den, der Flexibilität wegen. Und wir kommen schon in Runde 4 hier. Ja, Runde 4 für diesen Spieler. Auch dort gilt es natürlich wieder abzuwägen, was man am besten macht. Er ist ja immer für Wein zu haben, oder? Und er hat sich ja dem Wein verschrien, also muss ich auch den Wein hier wirklich aussitzen. Also hier kriege ich auf jeden Fall noch einmal Wein, aber hier würde ich auch einmal Wein kriegen. Aber da kriege ich auch noch den Braunen dazu, also nehme ich hier wirklich Wein und baue es dann so rum. Ein Wein und einen Braunen, besser als nichts, sage ich immer, hat mir nicht richtig geholfen. Der Wein wird sofort eingesetzt und für das Braune hole ich mir dieses Teil. Damit habe ich dann zumindest schon wieder einen Gott herbeigeholt. Ja, gibt auch jetzt gerade keinen Wein. Ich nehme mir also das Teil hier und baue hier auf ein neues Teil. Und damit ist dann dieser hier in Runde 4 dran. Er hat sich ja auch schon hier wirklich stark dem Grünen verschrieben, aber auch er sucht natürlich viel, viel, viel Wein dem Grundsatz nach. Das ist da jetzt alles nicht ganz einfach zu kriegen. Hier kriegt man vielleicht einen braunen und nochmal das Korn. Braun brauche ich gerade nicht, wie man sieht. Das heißt, es ist wirklich schwierig und deswegen nehme ich, glaube ich, den wirklich sehr kuriosen doppelten Grünen hier. Zack, den doppelten Grünen, da kriege ich 2 Körner hier. Und da bin ich damit bei 23 und kriege einen einzigen Grünen. Den einen Grünen, runtergefallen ist er, die sind sehr klein. Passt dahin, sind 5 Punkte und hier habe ich ja immer noch mal 9. Das war ein 14-Punkte-Zug, also durchaus meiner Meinung nach ein großer Zug. Und ich nehme noch mal den doppelten Grünen, weil da hinten jetzt so viel Grün liegt. Mal gucken. Möchte ich noch einen Shop? Da habe ich gar nicht hingeguckt so schnell, weil ich so beschwingt war und der kann eigentlich nicht schaden. Das ist ein Nuller, kostet mich nichts. Ja, Runde 5 machen wir auch noch und dann machen wir, denke ich, einen kurzen Schnitt. Hier ist jetzt mittlerweile die Frage, wie machen wir es hier? Grün, ach, da ist jetzt ein Wein dazugekommen. Also grün kriege ich dahin. Ich kann aber auch hier was bauen, was natürlich auch vielleicht endlich mal ganz schön ist. Leider kann ich mit grün nicht so viel anfangen, kann ich umtauschen. Also gar nicht so schlecht. Also komm, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Hier ein Grünen und ein Korn. Den Grünen, den lege ich dahin und der produziert dann gleichzeitig einen Wein. Dann ist das hier endlich fertig und natürlich ein Korn. Das sind immerhin nochmal Punkte. Und dann nehme ich mir natürlich den Wein, keine Frage. Da hier alle Kosten, verzichte ich darauf. Für die letzte Runde, für den hier heute, was macht er? Ja. Den hat er mir hingelegt. Ne? 1, 2, 3 Grüne. Das scheint das Beste zu sein. Dummerweise lege ich den jetzt nicht, überraschenderweise, weil ich nämlich kein Feld habe, um grün zu bauen. Ich muss jetzt erst etwas machen, damit ich grün bekomme. Das ist, klingt komisch, ist aber so. Irgendwie jedenfalls. Und es gibt wirklich einen noch kurioseren. Ich lege den hier hin und den braunen darauf. Ja, dann kriege ich hier braun und grün.
Grün und Braun hier. Und die beiden gebe ich sofort wieder ab, um den 3 Grüner zu kaufen. Das kostet mich genau 2 Sachen. Und dann passt der ja da hinten rein, dieser Doppelgrüne. Den werde ich aber nicht nehmen. Ich nehme auch das Weinteil, weil ich denke, auch ich muss ein wenig diversifizieren. Also unterschiedliche Dinge haben. Ha, mehr Marbel, auch schön. Das war es auch schon, die ersten Runden von Fertility aus dem Hause Ketchup Games. Mein Name ist Nils Zürich, Brettspiel durchgespielt. Und morgen sehen wir uns wieder, wenn ich weiter in Ägypten spiele, beziehungsweise in einer Viertelstunde. Tschüss.